Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 14. Sonntag nach dem Trinitatisfest. Ihnen allen hier in der Kirche und wo immer Sie uns sehen und hören. Dieser Vers aus dem 103. Psalm, er steht als Bibelwort über der neuen Woche. Wir feiern Gottesdienst, weil wir Gottes Kinder sind. Vater, dürfen wir zu ihm sagen, und wir sind Erben seiner Verheißung. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und dafür dankt schon der Psalmbeter. Es ist aber auch wahr, dass viele Menschen das nicht mehr so empfinden, dass sie Gott etwas verdanken. Der Apostel Paulus will uns helfen, in allem Erleben weniger uns selbst als Gott den Vater zu loben. Denn es ist wahr, Gott schenkt uns so viel im Leben, wenn wir mal darüber nachdenken, fällt uns, denke ich, manches ein. Und daran werden wir heute auch erinnert. Folgende Dinge zu Beginn sind der Gemeinde mitzuteilen und weiterzugeben. Kommenden Mittwoch lädt der Männerkreis ein zu einem Kaffeetrinken um 15 Uhr im Kirchsaal. Alle Männer sind ganz herzlich willkommen. Hingewiesen wird auch auf das weitere Programm des Männerkreises für den Monat September. Zum einen die Besichtigung des Pelletwerkes in Langenbach am 14. September. Dafür sind Anmeldungen bei den Mitarbeitern nötig. Und zum anderen das gemeinsame Singen mit dem Männerchor Oberschelden am 18. September. Am kommenden Samstag findet wieder die diesjährige Kleidersammlung für die Bodelschwingschen Stiftungen Bethel bei uns als Straßensammlung statt. Bitte legen Sie Ihre verschnürten Säcke mit den Kleiderspenden gut sichtbar an den Straßenrand. Ab 9 Uhr wird mit der Einsammlung durch die Mitarbeitenden begonnen. Wer noch Kleidersäcke da benötigt, in der Woche nochmal den Schrank ausmisten will, da hinten liegen noch Kleidersäcke. Aber man kann ja auch anderes nehmen und das entsprechend kennzeichnen. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag, 8. September, 10 Uhr hier in der Kirche. Und hinweisen und einladen möchte ich auch zu einem Familiengottesdienst am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr in der Niederscheldener Kirche. Du bist einmalig, ist das Thema, groß und klein, kann dort an Aktions- und Spielstationen etwas zum Thema erleben. Es wird gemeinsam gesungen und es gibt ein gemeinsames Mittagessen anschließend. Und stattfinden wird auch die Bibelstunde am Freitag um 20 Uhr im Vereinshaus Oberschelden und die Gebetszeit sonntags 19.30 Uhr auch im Vereinshaus Oberschelden. Und ebenfalls möchte ich einladen zur Bibelstunde heute hier im Kirchsaal 19.30 Uhr. Der diesjährige Seniorennachmittag findet am 14. September, also in 14 Tagen um 15.30 Uhr hier in der Kirche und im Kirchsaal statt. Alle Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren sind herzlich gerne auch mit Begleitung zu einem bunten Programm mit dem Thema Lass dich überraschen eingeladen. Wer Fahrdienst benötigt, melde sich bitte im Gemeindebüro oder bei mir. Die Kollekte vom letzten Sonntag für besondere gesamtkirchliche Aufgaben betrug 141,52 Euro. Im Klingelbeutel waren 102,54 Euro. Herzlichen Dank dafür. Heute ist die Kollekte am Ausgang bestimmt für diakonische Arbeit. Füreinander Dasein, dafür steht die Diakoniekollekte, wenn an unterschiedlichen Stellen das Füreinander gestärkt wird. Zum Beispiel bei der Unterstützung von Selbsthilfegruppen,
in der Schulung von Ehrenamtlichen oder in Projekten der Nachbarschaftshilfe. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben. Ja, und jetzt bitte ich Sonja Neugebauer mal hier nach vorne an die Leinwand zu kommen. Sie möchte uns nämlich einen Kurzbericht geben von dem Zeltlager in Hof-Olpe, das vom 7. bis 17. Juli stattgefunden hat. Und es ist schön, dass wir einfach einen Eindruck bekommen, kurz, wie es denn war, dass wir alle daran teilnehmen können. Ja, herzlichen Dank erstmal. Schönen guten Morgen. Also wir haben dieses Jahr, wie die Annette gerade schon gesagt hat, das Zeltlager in Hof-Olpe, also nochmal ganz in der Nähe, stattfinden lassen können. Und ja, und so durften wir eine Woche nach dem Schützenfest, was dort stattgefunden hat und wo der Schützenkönig ermittelt wurde, anreisen mit ja, viel Gepäck, viel Zelten. Ich glaube, es waren 13 Kinderzelte, die wir letztendlich dieses Jahr hatten. Ich, die Zahlen bitte nicht, mich nicht festnageln. Es waren Unmengen an Zelten aufgebaut. Wir durften uns Zelte vom TV Gosenbach ausleihen, sodass wir wirklich für alle genug hatten und gar nichts dazu kaufen mussten. Und ja, und dann sind wir an dem Freitag, beziehungsweise die Jungs und Mädels, mit einem großen Transporter vom DRK, der uns ausgeliehen wurde, mit allen möglichen Utensilien nach Hof-Olpe gefahren. Genau. Und das war für mich ja auch wieder, da ich ja als Kochmutti wieder mitfahren durfte, und es ist für mich wirklich ein Mitfahren dürfen jedes Jahr, bin ich dann an dem Samstag mit einem Auto voller Nudeln, Reis und mit 9 Kilo Hackfleisch und 15 Broten, wo ich dachte, da sind wir erstmal versorgt für die ersten Tage, zu einem ganz besonderen Zeltlager fahren. Für mich war das dieses Jahr besonders besonders und ich glaube auch für die Mitarbeiter und auch für die Kinder. Weil dieses Jahr, wie viele von euch wissen, weil viele sind auch irgendwie betroffen, wenn ich mich hier so umgucke, dieses Jahr war das, glaube ich, das erste Zeltlager vom CVJ Oberschelden, wo die Mädchen und Jungen gemeinsam gefahren sind. Es war wirklich schon von daher besonders besonders, weil es natürlich eine große Herausforderung war. Ne? Wie kann das funktionieren mit allen zusammen? Ich kann für mich sagen, es hat wunderbar funktioniert. Und ja, das Ganze war gespickt mit ganz vielen besonderen Dingen, mit vielen nächtlichen Angriffen in diesem Jahr nochmal, wo ja auch Ehemalige vom Zeltlager zu sehen waren, das müsste jetzt kommen. Genau, nee, das ist es nicht. Aber es ist auch eigentlich egal. Ihr könnt bestimmt da auch so ein bisschen euch reinfuchsen. Genau. Hier sehen wir unser Musikteam in diesem Jahr, wie sie, ich glaube, es war vorher tagsüber schon mal geprobt haben, dass sie die Lieder abends auch am Lagerfeuer begleiten konnten. Und klar, der Abend gehört immer dazu mit Andacht in diesem Jahr. Wir haben also versucht, das Jungen- und Mädchenzeltlager so zu mischen, dass beide Anteile irgendwie da vertreten waren. Wir haben dann die abendliche Andacht, die von den Jungs herkommt, genommen. Und dann wurden eben wie üblich Lieder gesungen. Dann wurden aber auch für die Jungs ganz ungewohnt die üblichen Mädchenspiele gemacht. Das war aber sehr lustig und alle haben super mitgemacht. Genau, das Ganze war ja mit vielen Workshops wie Bogenschießen, Nistkästen bauen, Teddys nähen, Buden bauen. Das gab es an zwei Tagen, wo die Kinder sich für eintragen konnten, wo die total begeistert mitgemacht haben. Die Jungs haben mitgenäht, die Mädchen haben Buden gebaut. Dann gab es, was auch, ich weiß nicht, ob das viele von euch noch so wissen, die üblichen Prügeleien, in Anführungsstrichen natürlich, was auch für die Mädchen dieses Jahr ja, ein Highlight war, weil sie da auch mal richtig mitmischen konnten. Da gibt es auch ein Bild zu. Das ist aber jetzt eine Herausforderung für den armen Jochen da oben, das alles so zu finden. Genau da marschiert man gerade los zum Budenbauen in den Wald. Und ja, genau. Dann gab es noch die Ausflüge in die Atterhöhle, sind wir dieses Jahr gefahren mit Autos voller Kinder. An zwei Tagen haben wir das angeboten. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir waren dieses Jahr mit 60 Kindern im Zeltlager. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Insgesamt waren wir um die 80 Leute. Das hat auch so mal ein bisschen variiert. Und von daher war es dann auch dieses Jahr
ein hoher Anspruch von Seiten der Jungschau-Mitarbeiter, dass wir doch das Mittagessen pünktlich auf dem Tisch stehen haben, damit nicht zu lange Wartezeiten entstehen. Und da haben wir uns dann als Küchenteam, da kann ich jetzt mal wirklich was zu sagen, auch was einfallen lassen. Wir haben dann Menagen besorgt von einem bekannten Gastronomen, der hat uns das ausgeliehen. Wir haben dann morgens wirklich um 9 Uhr schon mal das Nudelwasser aufgesetzt, damit wir mittags um 1 pünktlich das Essen so ein bisschen, ja, vornehmer als sonst da präsentieren konnten, dass die Kinder dann möglichst schnell auch ans Essen rankamen. Genau, das alles gehört natürlich dazu. Wir konnten eine Nacht in der Schützenhalle übernachten, weil es ein fürchterliches Gewitter sich angekündigt hat, und das haben wir dann auch genutzt. Dann haben alle ihre Matratzen schon direkt in die Schützenhalle gepackt und haben da wunderbar geschlafen. Ja, das alles sind Dinge, die dazugehören und die natürlich das Freizeitleben da total schön gemacht haben. Für mich war aber auch, ja, der wichtigste Punkt, deswegen fahren wir auch ins Zeltlager, neben diesen ganzen Attraktionen die Bibelarbeit. Die fand jeden Morgen statt und ich fand es wunderbar, das so ein bisschen zumindest mitzubekommen, weil wir waren ja mehr in der Küche beschäftigt. Dieses Jahr war das große Thema besondere Persönlichkeiten aus der Bibel. Also es gab die Bibelarbeit zur Purpurverkäuferin Lydia, da wurden dann die Purpurschnecken zugebastelt. Der König David war Thema, es wurden Kronen gebastelt und die Kinder haben das so toll aufgenommen. Und auch da hat sich es ja aus meiner Sicht wirklich auch bestätigt, wie toll das war, dass es auch die Mädchen und die Jungen gemeinsam gestaltet haben. Und da können wir wirklich alle als Gemeinde unglaublich froh sein, dass wir da so viele, so engagierte Mitarbeiter haben, die sich da so ins Zeug gelegt haben und das auch gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ja, und dann gehörten natürlich auch die mittaglichen Pausen dazu. Da gab es dann auch mal ein Tässchen Kaffee aus ganz edlem Porzellan in diesem Jahr. Das wurde dann kredenzt, genau, nein, es war eigentlich Sperrmüll und man hat es wiederentdeckt und mit ins Zeltlager genommen. Sollte eigentlich nur ein Witz sein, genau. Aber tatsächlich wurden diese Tassen jeden Mittag ausgegraben. Ja, und so war eben auch das Gespräch zwischen den Mitarbeitern ganz wichtig. Man hat sich jeden Morgen zusammengesetzt und den Tag geplant, nochmal durchgegangen. Ja, und was ich in diesem Zeltlager auch besonders fand, war, wie man sich um die Kinder nochmal explizit Gedanken gemacht hat, die es eben nicht so ganz einfach haben. Es gibt ja immer Kinder, die sieht man am ersten Tag, werden gebracht und dann nimmt man die 10 Tage nicht wahr. Die laufen einfach so mit. Und es gibt aber eben auch Kinder, die sieht man jeden Tag, ganz bewusst, die kommen jeden Tag auf einen zu, die haben Bedürfnisse mehr als andere, brauchen mehr Zuwendung, und das fand ich in diesem Jahr nochmal sehr schön, wie sich da eben auch gemeinsam drum gekümmert wurde. Es wurde überlegt, wer hat heute die Kraft, sich mit dem Jungen, mit dem Mädchen besonders auseinanderzusetzen, sich das auch mal auf die Seite zu nehmen und zu gucken, was braucht das Kind heute, ne? Dass die auch gut durch das Zeltlager durchkamen. Und ich glaube, wir hatten dieses Jahr nur eine Abreise wegen Heimweh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das finde ich auch, ja, ein ganz tolles Erlebnis auch, dass das so geklappt hat. Genau. Ja, und die Kinder haben sich natürlich, oder hoffe ich zumindest, viel mitgenommen, auch aus dem Zeltlager, an Eindrücken, an Bibelwissen, an Gemeinschaft und an Füreinander-Dasein. Und ja, ich bitte euch eigentlich jetzt nur noch, oder nicht nur noch, sondern ich bitte euch auch im kommenden Jahr, für das jetzt beginnende Jungschar-Jahr, für mich ist das Zeltlager immer so ein Abschluss vom Jungschar-Jahr, auch für die Mitarbeiter besonders zu beten, für die Kinder zu beten, dass sie regelmäßig in die Jungschar kommen, ladet ein, wo ihr Kinder seht, ja, dass die Jungschar weiterhin ihre Arbeit tun kann, weil das ist so ein, ja, ist mir eigentlich ein Herzensanliegen, und ich habe es eben auch schon mal erzählt, ich habe ja bisher auch immer 3 Kinder aus der Wohngruppe mitnehmen dürfen, und die sind jetzt dieses Jahr nicht mehr dabei gewesen, das sind besondere Gründe, und ich bitte euch einfach auch für diese Kinder zu beten, dass sie vielleicht auch nochmal irgendwann, ja, eine Nähe zu Gott finden und spüren dürfen. Und ich glaube, das können wir nur im Gebet auch bewerkstelligen und vielleicht irgendwie erreichen. Und ich glaube, da haben wir als eine Gesellschaft
als Gemeinde eine ganz große Aufgabe, weil ohne die Kinder und Jugendlichen, ohne die jungen Mitarbeiter, ja, ist auch Gemeindeleben nur noch ein kleiner Teil und nicht so reichhaltiger Teil. Und ja, darum möchte ich euch zum Abschluss bitten und ja, dass ihr auch für die Mitarbeiter betet, dass sie die Kraft und die Ideen haben, das Engagement. Genau, hier können wir nochmal lauter ehemalige Jungscher-Kinder sehen. Ja, die haben wir gut erzogen, die haben wir gut vorbereitet, die waren dann dieses Jahr als nächtliche Angreifer da und haben den Banner auch geholt. Aber sie haben ihn auch zurückgebracht, genau. Ja, das ist noch so eins der Bilder. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Man merkt, Sonjas Herz schlägt für das Zeltlager. Ganz toll, Dankeschön. Jetzt lasst uns ja, Gott loben für das, was er tut, das, was er hier auch im Zeltlager gegeben und gesegnet hat und ja, für das, was er auch an uns tut. Das nächste Lied, das erste Lied, hat jetzt heute länger gedauert, bis wir dazu kommen. Also das lasst uns zusammen singen. Das Lied kann man, wer es kennt, den Refrain kann man als Kanon singen. Das machen wir nicht heute Morgen, wir sind da nicht so sehr viele und ihr seid auch wieder gut verteilt im Kirchenschiff. Aber wer es kennt, kann so kreativ sein und mit dem zweiten Teil beginnen. Wer es kennt, weiß, was ich meine. Dann haben wir eine Zweistimmigkeit. Ja? Also einige unter euch beginnen vielleicht einfach mit dem zweiten Teil und singen dann den ersten und dann haben wir die Kanon schon im Kirchenschiff.
Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält alle Zeit und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Lasst uns mit Psalm 146 miteinander Gott loben. Ich bitte, die eingerückten Teile zu lesen. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Rechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Lasst uns beten. Unser Gott, von deiner Gnade leben wir. Gib, dass wir nicht achtlos an dem vorübergehen, was du uns schenken möchtest. Hilf uns zur Dankbarkeit. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wie Aussätzige behandeln, das ist sprichwörtlich. Zur Zeit Jesu war Aussätzigsein ein Todesurteil. Jesus hilft auch hier. Wir hören die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium aus dem 17. Kapitel. Die 10 Aussätzigen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wir singen die nächsten Strophen von dem Lied Danke dem Herrn. Musik.
Lasst uns diesen Gott weiter loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns miteinander singen. Dir allein gehört der Dank, und wir sammeln den Klingelbeutel ein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, und mach uns alle in dieser Stunde ganz stille. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Sie wissen ja, ich spreche kein Siegerländer platt, aber ich habe mich eben in den Jahren so jetzt ein bisschen eingehört
in die Mundart, die etliche von Ihnen ja sprechen. Und da ist mir eine Frage im Ohr, die hat mit dem heutigen Predigttext zu tun, nämlich die Frage etwa eines Älteren an einen Jugendlichen, von dem er nicht so weiß, wen er da genau vor sich hat. Sie wissen es schon. Wem bist du da? Ja, also, ja. Verzeihen Sie, dass ich das jetzt nicht korrekt ausspreche. Aber Sie wissen ja, worum es geht. Es geht mir um den Gebrauch des dritten Falles. Wem? Deutschstunde. Als besitzanzeigendes Fürwort. Mit der Frage, jetzt sind Sie wieder dran. Wem bist du da? Ne, wie heißt das richtig? Wem bist du da? Na, egal. Soll eine Zuordnung geschehen. Die Frage, zu welcher Familie gehörst du? Bist du aus einer Familie, die mir bekannt ist, oder bist du zugezogen? Stammst du hier aus dem Dorf? Wer sind deine Eltern, Großeltern? Und gleichzeitig ordnet der Frage damit seine Beziehung zum Befragten ein. Gibt es da Anknüpfungspunkte? Gehörst du zu den Müllers? Ja, die kenne ich schon ewig, freilich fleißige Leute. Oder anders, ach, von den Meyers kommst du, von dem Haus da ganz am Ende der Straße. Ach ja, die leben zurückgezogen, die sieht man nie im Dorf. Jugendliche finden solche Festlegungen oft ganz schrecklich. Ich bin doch ein eigenständiger Mensch. Ja, was habe ich denn mit den Eigenarten meiner Familie zu tun? Die Leute sollen mich doch sehen und nicht meine Herkunft. Doch die Umgebung, in der ein Mensch aufwächst, bewirkt ja auch was. Sprache, Kultur, Geschichte, die aktuelle Prägung, sie sind für die Entwicklung wichtig, tragen auch zur Identität eines Menschen bei. Der Apostel Paulus klärt die Frage, wohin Christinnen und Christen gehören, in seinem Brief an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel. Wir wollen auf die Verse 14 bis 17 hören und ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Und der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ja, ihr Lieben, von wem lassen wir uns regieren? Heute am Wahlsonntag in Thüringen und Sachsen, dort eine Frage, die an der Wahlurne entschieden wird und die aber auch Auswirkungen auf Politik und Zusammenleben in Deutschland haben wird. Schauen wir auf uns selbst. Was bestimmt mich? Wer oder was hat Einfluss, ja Macht über mich? Der Apostel Paulus schreibt, alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Was heißt das konkret, wenn wir uns vom Geist Gottes regieren lassen? Auf 6 Folgen weist uns Paulus hin. Nicht erschrecken, das wird jetzt nicht eine ganz epische Predigt. Die 6 Punkte sind kurz, unterschiedlich lang. So. Erstens, wir bekommen freien Zugang zum Vater. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gott, zu Kindern Gottes. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater.
Wenn wir uns durch den Heiligen Geist regieren lassen, dann ist es das Erste, dass unsere Beziehung zu Gott geklärt wird und geklärt ist. Nicht Sklaven und Sklavinnen, Unfreie sind wir, über die bestimmt wird, über die ein anderer bestimmt, die Angst haben müssen vor ihren Herren und Herrinnen oder vor dem, was sie bestimmt. Damals waren sicher etliche Mitglieder der römischen Gemeinde, an die Paulus schreibt, Sklaven. Sie waren wirklich eine Sache, ein Besitztum ihrer Herren. Sie konnten, ja, mit ihnen konnte umgegangen werden, wie die Herren und Herrinnen so dachten. Unsere Beziehung zu Gott ist aber nicht gekennzeichnet von Unterdrückung, sondern eine befreiende Angelegenheit. Gott hat uns geschaffen und darum ist er auch unser Vater. Christus hat uns mit Gott versöhnt, darum kann unser Verhältnis zu ihm ein ganz entspanntes sein. Denn wir sind schon befreit von Schuld und Sünde. Durch Christus wissen wir, unser Vater im Himmel, er hat uns bedingungslos lieb, ganz egal, ob unser Tun und Leben gelingt oder ob wir versagen. Der Vater im Himmel unterdrückt uns nicht mit Gewalt wie ein Sklavenhalter. Vor dem Vater im Himmel brauchen wir keine Angst zu haben. Das alles bezeugt uns der Heilige Geist, den wir mit der Taufe empfangen haben. Ja, wir können sagen, Vater, lieber Vater. Eigentlich steht hier im Originaltext, dass wir Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erden, Papa nennen dürfen, mit einem Kosenamen benennen können. Wir können durch den Heiligen Geist, ja, Gott vertraulich ansprechen, wie ein Kind seinen leiblichen Vater das auch machen könnte. Kein strenges Herr Vater aus früheren Generationen, kein liturgisches allmächtiger Vater, sondern die liebevolle und vertrauensvolle Anrede an Gott Papi. Dieses Papa, seine vertrauensvolle Anrede Gottes, legt uns der Heilige Geist in den Mund. Geht uns das leicht über die Lippen, zu Gott Papa zu sagen, ihn in der persönlichen Beziehung anzusprechen und mit ihm zu leben? Oder ist Gott für uns eine undefinierbare Macht, gar ein unversöhnlicher Richter? Als Söhne und Töchter des Vaters ist für uns der Zugang zu Gott offen, jederzeit. Wir melden uns bei ihm und sagen, Papa, hier bin ich. Hier wird nicht ein kindliches Gemüt gelobt, sondern das im Paulus Umfeld gebräuchliche Wort dafür ist ja Abba, für Papa. Auch die Anrede eines erwachsenen Kindes an den Vater, aber eben voller Zutrauen und Erwartung. Wenn uns Gottes Geist regiert, erkennen wir, Gott ist mein liebender Vater. Er meint es gut mit mir. Ich bin sein Kind. Ein zweites. Wenn uns Gottes Geist regiert, bekommen wir die Gewissheit, zu Gott zu gehören. Das zweite, was der Geist in uns bewirkt, ist eine unglaubliche Gewissheit. Paulus sagt es so, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das meint, die Frage vom Eingang, wem bist du da, ist schon entschieden für uns. Über unseren Familienstand ist schon entschieden. Die Frage 1 aus dem Heidelberger Katechismus bringt es auf den Punkt, dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland, Jesus Christus, gehöre. Unsere Gotteskindschaft ist verbrieft. Der Heilige Geist schenkt diese feste Gewissheit. Ich bin Kind des Vaters im Himmel und nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Früher nannte man das Heilsgewissheit.
Das ist kein warmes Gefühl, das ist nicht eine Frage der Stimmung. Nein, egal ob wir Bauch- oder Kopfmenschen sind, es ist etwas, was der Geist tut. Von Geist zu Gott und vom Gott ins Innerste unserer Seele. Du bist und bleibst mein Kind, heute und morgen und für alle Ewigkeit. Ein drittes. Wenn uns der Geist Gottes regiert, erleben wir die Freiheit der Kinder Gottes. Paulus sagt, wenn euch der Geist regiert, dann seid ihr keine Sklaven mehr. Ihr müsst nicht mehr buckeln, nicht pausenlos schuften, um es allen recht zu machen, auch Gott nicht. Was für ein Lichtblick, ihr Lieben, gerade für Menschen, die unter großen Erwartungen anderer leiden oder nur sehr schlecht Nein sagen können. Viele klagen über chronische Überforderung, auch im Beruf. Ich aber bin überzeugt, dass die Therapie dagegen nicht allein in besserem Selbstmanagement liegt, sondern auch in der tiefen Gewissheit, ich bin nicht die Sklavin meines Chefs oder der Erwartung, die andere oder auch ich selbst an mich stelle. Übrigens auch nicht die Sklavin meiner Gemeinde, meiner Familie oder meines Umfeldes. Gott hält mich nicht als Sklavin bei sich. Ich bin sein Kind. Auch ich darf übermäßigen, unangebrachten Forderungen eine Grenze setzen. Ein viertes. Wir erfahren positive Lebensveränderungen. Wenn der Heilige Geist uns so regiert, dann führt das zu einer allmählichen Veränderung meines Lebens, da können wir sicher sein. Ich erkenne Gottes Geist in meinem Leben daran, dass sich vielleicht Prioritäten verschieben. Jetzt wünsche ich mir, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, sein Name respektiert wird. Ich möchte, dass nicht widerwillig oder vielleicht aus Furcht gar, sondern ich sehne mich nach gutem und erstrebenswerten, lebensförderlichem, frohem. Und dann kann ich anfangen, mit dem Heiligen Geist als engem Berater und starker Kraftquelle einen Bereich meines Lebens nach dem anderen aufzuräumen und auszumisten. Auch, ihr Lieben, wenn es dabei immer wieder Rückschläge gibt, ich spreche da aus Erfahrung, werde ich aber nicht aufgeben, sondern mit Gottes Kraft, durch Gottes Kraft weitermachen und die kleinen und größeren Siege dabei auch feiern können. Ein fünftes. Wir entwickeln Mitgefühl. Der Heilige Geist macht uns fähig zum Mitfühlen und Mitleiden. Paulus schreibt in diesem achten Kapitel eine Menge über das Leiden. Er bremst damit schwärmerische Erwartung aus, als würde das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist bedeuten, dass man schon im Himmel schwebt. So ist es ja nicht. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht groß was zu sagen, das wissen alle. Wir leben in einer Welt voller Probleme und auch voller Schmerzen. Und auch Paulus träumt ja nicht vom Himmel, sondern hat die Realitäten dieser Welt fest im Blick. Sein Brief holt auch uns heute zurück auf den Boden der Tatsachen. Und das heißt, immer noch Krieg in der Ukraine, immer noch kein Abkommen zwischen Hamas und Israel. Am Stadtfestwochenende hier in Siegen müssen wir erleben, dass schon wieder jemand mit dem Messer auf andere losgegangen ist. Wir sind entsetzt darüber, auch über das furchtbare Geschehen in Solingen auf dem Stadtfest in der vergangenen Woche. Ich will das nicht weiter ausmalen, es sind nur Stichworte, woran wir leiden und was uns auch in dieser Welt wirklich Schlimmes ja auch vor Augen steht. Ja, aber
die Zeiten, in denen Jesus und in denen Paulus gelebt haben, sind ja auch keine besseren gewesen. Das dürfte auch klar sein. Paulus ordnet das Leiden an den Gegebenheiten dieser Welt ein und macht deutlich, wenn ihr vom Geist regiert werdet, dann werdet ihr mit Christus leiden. Das klingt nicht verlockend, gar nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber mit Leiden ist nicht nur gemeint der Widerstand anderer Menschen, Verfolgung, Spott, Unterdrückung, das Leiden bei Jesus, das allem äußeren Leiden, das er ja auch erlebt hat, voranging, war das Leiden am Elend von Menschen. Es ist sein tiefes Mitgefühl mit uns Menschen, sein Erbarmen, wenn er auf das Geschick von Menschen geschaut hat, sei es von, weil sie so fern sind vom Vater, sei es, weil sie sich nicht geliebt wissen, sei es, weil ihnen Unrecht oder Gewalt geschehen ist. Es bricht ihm bis heute das Herz, dass es sowas gibt und dass Menschen so leben müssen. Mit Christus leiden wird bedeuten, was ihm das Herz bricht, ist uns auch nicht gleichgültig. Man kann den Geist daran erkennen, dass wir nicht hartherzig, gefühllos, zynisch werden oder sind, sondern mitfühlend und tätig, so wie unser Herr. Es hat einen tieferen Sinn, dass das Vaterunser nicht mit den Worten beginnt, mein Vater im Himmel, sondern unser Vater. Die Kindschaft, ja, sie gilt mir persönlich, aber sie gilt nicht nur mir. Sie fügt mich ein in die Familie der Kinder Gottes. Ich habe Geschwister. Das heißt, der Geist bewirkt, dass ich diese Geschwister auch wahrnehme, dass ich hingehe, Kranke besuche, mich um die kümmere, die nicht mehr in die Gruppenstunden oder in den Gottesdienst kommen. Er treibt uns an, auch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, diese Stunde hier am Morgen nicht klein zu achten und Gemeinschaft mit anderen zu suchen. Leben in der Familie der Kinder Gottes heißt auch fragen, was, lieber Bruder, liebe Schwester, ist dir wichtig? Was kann ich dir tun, Gutes tun? Wo kann ich dich unterstützen? Ein sechstes, ganz kurzes, letztes. Wir haben Hoffnung. Schließlich schenkt der Heilige Geist eine gelassene Perspektive über dieses Leben hinaus. Wer Kind ist, ist auch Erbe. Das Beste, es kommt ja noch. Es wartet auf uns. Hier in dieser Welt bleibt immer alles vorläufig, bruchstückhaft. Aber dort im Himmel wird alles vollkommen und perfekt. Unüberbietbar gut und schön sein. Das ist unsere Hoffnung. Ich komme zum Schluss. Regiert vom Geist Gottes sein heißt, wir haben freien Zugang zum Vater im Himmel. Wir leben mit der unglaublichen Gewissheit, Gottes Kind zu sein. Wir entdecken die neu geschenkte Freiheit, niemals Sklave oder Sklavin zu sein, aber Vaters Sohn oder Tochter. Wir erfahren die allmähliche Veränderung des Lebens. Wir bekommen die Fähigkeit zum Mitfühlen und Mitleiden. Und wir dürfen die gelassene Perspektive eines Menschen haben, der weiß, das Beste immer noch vor sich zu haben. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, dass du uns als deine Kinder angenommen hast, dass du uns zu Miterbinnen und Erben deines Reiches gemacht hast. In Jesus Christus, unserem Bruder, nimmst du uns hinein in die Gottesfamilie, gibst uns durch deinen Heiligen Geist Leben, Richtung und Ziel. Wir können dir gar nicht genug dafür danken. Wir bitten dich,
Lass jetzt deinen Heiligen Geist auch in uns wirken, im Großen wie im Kleinen. Mach uns offen für diese Kraft, die du uns schenken willst, sodass dein Friede, welcher so viel höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahre. In Christus Jesus. Amen. Lasst uns davon singen. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Lass uns vor diesen heiligen Gott treten und Fürbitte halten. Bitte stimmen Sie in das Herr, erhöre uns gleich ein. Jesus Christus, du kannst Leben verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich für alle Menschen, die voller Zweifel, Hass und Vorbehalte stecken. Rühre sie an durch deine Liebe. Und wecke in ihnen das Vertrauen in deine Güte. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die Schweres zu tragen haben, und für alle, die in Angst oder Trauer leben. Besonders bitten wir für die Opfer von Krieg und Gewalt, hier bei uns und in der Ferne. Gib ihnen Kraft und deinen Trost, damit sie an ihrer Last nicht zerbrechen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Stärke sie in der Hoffnung, gib ihnen Kraft, am Glauben festzuhalten, durchzuhalten. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die nach Halt und Orientierung suchen. Hilf, dass sie bei dir den Weg zum Leben und in deiner Gemeinde und Kirche eine Heimat finden. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Jesus, du kannst Leben verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Und als Kinder Gottes bitten wir,
wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns eine Strophe, eine Segensstrophe singen. Lass mich dein sein und bleiben. So stellen wir uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.